Sag ihm Bescheid, Rebel ist da, es wird zu gefährlich. Was glaubt ihr? Wer hat deutschen Rap für immer verändert? Auf jeden Fall Sido, klar. Capital Bra, safe. UFO 361, sowieso. Aber Casey Rebel? Würde man im ersten Moment vielleicht gar nicht denken. Klar, erfolgreich ist der 33-Jährige definitiv. 10 Alben in 10 Jahren, Gold und Platin. Aber der Verdienst von Casey ist größer, als sich in Zahlen messen lässt. Tatsächlich dürfte er einer der einflussreichsten Rapper seiner Generation sein. Und zwar nicht nur was die Musik angeht. Warum genau? Das erklären wir euch in diesem Video. Oder nimm's in Kauf, oder nimm's in Kauf. Der Impact von Casey Rebel auf die Szene und ihre Entwicklung geht schon beim Songwriting los. Denn der Rapper weiß, wie man gute Tracks schreibt. Er hat nicht einfach nur Reime, sondern dazu noch Wortspiele und Vergleiche. Aber eben auch ein Gespür für Melancholie und Melodie. Kurzum, er vereint alles in sich, was einen guten Songwriter ausmacht. Immer spekuliert, doch das war alles nicht geplant. Um zu verstehen, woher das kommt, muss man einen Blick in die über 10 Jahre andauernde Karriere von Casey werfen. Seine Anfänge machte der Rapper schon Mitte der 2000er im Ruhrgebiet. Gemeinsam mit PA Sport bildete er das Duo SAW. Rap war zu der Zeit lange nicht so erfolgreich wie heute. Was damals zählte, waren vor allem Punchlines und gut geschriebene Texte mit Attitüde und Humor. Beispielgefällig? In der Schule wollte ich damals keine Deutschklausur schreiben und machte öfter blau wie die Fäuste von Tyson. Und das klingt einfach besser als ich war schlecht in der Schule und hab mich oft geprügelt, oder? Die Zeit im Deutschrap-Untergrund war eine unfassbar wichtige Schule für Casey. Denn die Dinge, die er damals in den kleinen Clubs in Essen und Umgebung lernte, sind genau das Skillset, mit dem er in den Jahren darauf den Deutschrap geprägt hat. Und nachdem Casey eine ganze Zeit lang Ansagen und Punchlines gedroppt hatte, widmete sich der Rapper in den Jahren darauf mit dieser ganz bestimmten Detailverliebtheit immer öfter auch der eigenen Gefühlswelt. 600er Benz, aber eben auch Bist du real? Dazu kommt, dass Casey von Anfang an echt gute Produzenten auf seinen Alben hatte. Miksu, damals noch Yoshi Miksu, oder Judy, genauso wie Q-Beats. Die beiden Brüder machen heute Produktionen für internationale Superstars wie Drake und Kanye West. Aber damals halfen sie auch Casey dabei, ein Gespür für den richtigen Sound zu entwickeln. Mit seinem Mix aus echten Banger-Tracks und tiefen Songs erreicht Casey plötzlich auch eine komplett neue Zielgruppe. Er wird schon bald nicht mehr nur für Clubshows und kleine Konzerte, sondern auch für richtig fette Gigs mit tausenden ZuschauerInnen und zu Festivals wie Rock im Park gebucht. Ein paar Jahre später ist das schon Standard und Locations, in denen sonst Fußballspiele stattfinden, werden innerhalb kürzester Zeit für Rap-Konzerte ausverkauft. Wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie dazwischen grätscht. Aber aus seiner Generation dürfte Casey Rebel der erste Rapper seines Genres gewesen sein, der das hinbekommen hat. Übrigens hält auch Corona Casey nicht davon ab, geile Shows zu spielen. Und auch mit einer anderen Sache war Casey ganz vorne mit dabei. Mittlerweile hat Deutschrap längst nicht mehr nur die Charts, sondern auch den Supermarkt im Griff. Klar haben Rapper schon immer Merch gedroppt, aber Casey dürfte 2015 hierzulande safe der erste gewesen sein, der echten Geschäftssinn entwickelt hat und so richtig reingegangen ist. Erst mit Shisha Tabak und dann mit der Rebel Lounge auch die dazugehörigen Cafés. Mit Rebel Army veröffentlicht Casey jetzt Album Nummer 10 über das gleichnamige Label, welches er 2019 gegründet hat. Aber auch was das angeht, macht der Rapper die Sache ein bisschen anders. Einfach nur ein paar junge Talente signen und schauen, ob sie abgehen, wäre zu einfach. Stattdessen will Casey richtige Aufbauarbeit leisten, Coaching und Mentoring für eine neue Generation an RapperInnen bieten. Neben dem Produzenten Clay hat Casey Ende letzten Jahres mit Morpheus bereits das erste Rap-Signing bekannt gegeben. Produziert wurde Rebel Army von Clay und Dennis Günner, aber auch Ghana Beats und Chinaro sowie Miksu und MacLeod. So setzt das Album in Sachen Sound neue Maßstäbe auf Höhe der Zeit. Und Casey, der rappt so hungrig wie lange nicht mehr. Unterstützt wird er dabei von Raf Camora, Jizzes, Morpheus und Reezy, aber auch Sängerin Mattea. Und mit dem melancholischen Teil von mir zeigt Casey Rebel zudem seit langem auch mal wieder eine sehr persönliche Seite von sich. Ich wollte nie sein wie ihr. Von einem Strick um die Kehle bis hin zum glücklichen Leben, das alles hier ist ein Teil von mir. Tatsächlich kommt auf Rebel Army all das zusammen, womit Casey in den letzten 10 Jahren den Deutschrap geprägt hat. Er hat Representer mit Punchlines, wirklich gut geschrieben diepe Tracks mit den richtigen Melodien, Songs für die großen Bühnen und ein Ohr für richtig gute Produktionen auf Top-Niveau. Und die Shisha in der Box gibt's noch dazu, als kleine Erinnerung daran, wer das Ding hier in Deutschland an den Start gebracht hat.
Denn egal ob Millionenbusiness mit Tabak, riesige Live-Shows oder Songs für die Playlisten, Casey ist der erste Street-Rapper seiner Generation, der diese Dinge in Deutschland durchgezogen hat. Was erwartet ihr von Rebel Army? Und wusstet ihr, dass Casey Rebel für so viele Dinge im Deutschrap der Vorreiter war? Schreibt es in die Kommentare und checkt die Playlist mit den besten Songs von Casey Rebel.